Soll ich euch direkt das Interessanteste zeigen? Für mich Interessanteste auf jeden Fall. Ja, komm. Irgendwie so sehr catcht er mich jetzt doch nicht, muss ich gestehen. Aber. Hm. Oh ja. Oh, geil. Ja, das ist so ein geiler Duft. Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video gibt es mal wieder einen ganz klassischen Haul. Das habe ich echt schon lange nicht mehr gemacht. Ich öffne normalerweise ja immer regelmäßig Beautyboxen hier und habe dadurch eigentlich auch alles, was aus dem Bereich so Bodylotion, Duschgel und so weiter und so fort. Deswegen seht ihr wenig DM-Hauls bei mir. Aber ich habe jetzt bei Sephora geshoppt und bei Parfum Dreams. Und ich gehe auch natürlich noch ab und zu in den DM, werde das bestimmt demnächst auch mal zeigen. Aber jetzt habe ich gedacht, zeige ich euch erstmal meine Schätzchen, die ich da geshoppt habe. Das sind Sachen, die ich mir schon lange gewünscht habe und jetzt mit richtig coolen Rabatten shoppen konnte. Da freue ich mich sehr drüber. Und dann wollte ich einfach auch so mal ein bisschen mit euch quatschen, was ihr euch so wünscht, was ihr noch gerne sehen wollt. Denn ich habe auch noch ein paar weitere Bestellungen getätigt. Dazu kommen wir dann gleich. Also wenn ihr Lust habt auf so ein chilliges Video, ich zeige euch meine Einkäufe. Wir können ein bisschen uns austauschen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare antworten. Da würde ich mich total freuen. Dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video und los geht's. So ihr Lieben, ich würde sagen, wir starten mal mit Parfum Dreams. Und zwar finde ich, dass man da ganz häufig gute Deals bei Düften bekommt, wie der Name schon sagt, aber nicht immer. Also ihr müsst wirklich vergleichen. Ich werde euch einfach mal meine Sachen, die ich mir geshoppt habe, auch in die Infobox verlinken. Aber guckt auf jeden Fall nochmal. Manchmal ist es auch bei Douglas günstiger. Das muss man einfach sehen. Also das mache ich schon immer, wenn ich sowas einkaufe. Gerade wenn ich jetzt einen speziellen Duft will. Und ich muss sagen, ich lasse mich auch super gerne beeinflussen von anderen YouTubern und ich gucke mir auch super gerne Parfum-Videos an und ja, dann wird meine Liste immer länger und länger. Jetzt habe ich allerdings ein paar Sachen geshoppt, die schon ein bisschen älter sind, muss ich sagen. Und vor allen Dingen auch Sachen geshoppt, die ich schon lange nicht mehr gerochen habe. Also ich werde das jetzt auch gleich mal live schnuppern und bin gespannt, ob es mir auch noch so gefällt und es noch so gut ist, wie ich es in Erinnerung hatte. Und zwar habe ich mir für mich selber das Idol Parfum von Lancôme gekauft. Ich habe die Verpackung schon geöffnet. Ich hatte es vor einer Woche schon mal ausprobiert. Ich werde den jetzt aber gleich nochmal riechen, weil ich mir gar nicht mehr ganz so sicher war. Ich hatte im Laden mal einen Flanker davon probiert. Da gibt es ja auch das Aura. Da gibt es ganz unterschiedliche Abwandlungen jetzt davon. Und ich finde den Flakon so hübsch und dachte mir, das könnte ein super Duft für einen Urlaub sein, weil er so flach ist und so leicht und floral und irgendwie so gefällig. Ne? Ich zeige euch das mal. Es sieht super, super schön aus. Und die 25 Milliliter waren auch, glaube ich, gar nicht so teuer. Ich habe mir gerade mal einen Screenshot gemacht von meiner Rechnung und werde nochmal schauen. Genau, ich habe 28,95 Euro bezahlt. Das war halt dann schon rabattiert und das fand ich gut. Also ihr kriegt das so für unter 30 Euro bei ganz vielen Seiten. Und ich rieche jetzt nochmal hier dran. Oh ja, das ist halt ein sehr blumiger Duft. Ich sprühe den mir auch nochmal auf ein Tuch drauf, weil ich habe gleich noch einen anderen, den will ich auf mich drauf sprühen. Ja, oh ja. Das riecht so sauber irgendwie. Sauber nach frischer Wäsche. Das ist eher ein Duft, würde ich sagen, so fürs ganze Jahr oder eher für den Sommer, so für die wärmeren Monate. Aber ich habe jetzt tatsächlich Urlaub gebucht und dachte, das könnte doch mal ein schöner neuer Urlaubsduft sein. Wobei ich mir jetzt gar nicht so sicher bin, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube eher, dass das so ein Duft ist, den ich mal einfach mal so aufsprühe, wenn man gut riechen will, tagsüber, aber eher so für den Frühling. Also ich glaube, der Aura gefällt mir sogar noch einen Tacken besser. Kauft den euch vielleicht nicht unbedingt blind. So gut finde ich ihn jetzt gar nicht mehr. Es waren viele Parfum-YouTuber davon total begeistert. Das ist ein schöner Duft, aber der ist jetzt, ich finde, nichts Besonderes. Also irgendwie so sehr catcht er mich jetzt doch nicht, muss ich gestehen. Aber man kann ihn super benutzen, ne? Also das fängt ja schon mal gut an, das Video. Naja, aber nichtsdestotrotz, ich werde den aufbrauchen. Das ist eine kleine Größe. Und ich kaufe mir jetzt Düfte auch nur noch in der kleinen Größe. Ich kaufe mir nicht mehr 100 Milliliter. Es sei denn, ich bin mir 1000%ig sicher, dass das so mein absoluter Lieblingsduft ist. Sonst mache ich das nicht, weil
das kriegt man gar nicht aufgebraucht. Und ich habe jetzt gerade in der Pandemie so viele Düfte blind gekauft. Das ist schon ein bisschen hart. Aber gut. Ja, der ist sehr schön. Der ist sehr schön, aber einfach so ein bisschen nichtssagend, muss ich gestehen. Okay, dann habe ich einen Duft geshoppt für meinen Mann und auch für den Urlaub, muss ich sagen. Und zwar den hier von Giorgio Armani. Das ist so ein Bestseller. Den fand ich schon immer gut. Immer wenn ich den geschnuppert habe im Laden, liebe ich diesen Duft. Den gibt es auch bestimmt schon, weiß ich nicht, 15, 20 Jahre. Also das ist ein alter Duft, würde ich jetzt nicht sagen. Aber das ist halt wirklich so ein richtiger Klassiker, ne? Und da mein Mann eigentlich nur gourmandige, süße Düfte trägt, ja, und auch nicht so oft, also der trägt nicht jeden Tag Parfum, habe ich mir gedacht, komm, das wäre doch mal eine schöne Sache, wenn man in den Urlaub fährt und man einfach mal einen neuen Duft ausprobiert, auch eine kleine Größe, den kann er auch gut mitnehmen, weil ich hatte ihm letztens von Parfum Dreams auch Leighton gekauft, in groß. Den hat er allerdings noch gar nicht angefangen, weil er noch eine kleine Abfüllung hatte. Und so eine große Flasche würde er jetzt auch nicht mit in den Urlaub nehmen. Also insofern 30 Milliliter sind schon ideal, ne? So, dann habe ich mir, es ist jetzt sehr urlaubslastig, also falls ihr nicht in Urlaub fahrt und euch das jetzt zu viel wird, dann tut es mir leid. Ich war das ganze Jahr nicht im Urlaub und wir haben uns jetzt tatsächlich entschieden, im Januar Urlaub zu buchen. Also wir haben schon gebucht und es geht ins Warme. Und ich habe mir auch überlegt, vielleicht mache ich gerne ein Video, wenn ihr das sehen wollt, wo ich meine Reisetasche packe. Das hatte ich schon mal gemacht. Ich habe da aber maßlos übertrieben. Ich habe viel zu viele Sachen mitgenommen und ich habe die Hälfte davon oder sag mal zwei Drittel davon nicht gebraucht. Das heißt, ich wollte dieses Mal wirklich intelligent packen und mir wirklich überlegen, einen Standard-Look zum Beispiel, den ich schminke, vielleicht mit ein, zwei Farbnuancen Abwandlung, aber sowas, was abends immer schön ausschaut, wo ich nicht viel nachdenken muss und ich will eigentlich auch nicht so viel Auswahl haben im Urlaub. Ich will einen Bronzer, einen Highlighter und so weiter. Also ich will wirklich nur so eine Richtung einpacken, dass ich dann nicht mehr als so 10, 15 Teile habe für einen Fullface und dann nicht entscheiden muss, nimmst du jetzt den Concealer oder den, weil das habe ich nämlich gemacht. Dann habe ich gedacht, naja, vielleicht will ich ja einen Tag glowy und einen Tag matt und das ist ja irgendwie blöd. Also wenn ihr das sehen wollt, schreibt es in die Kommentare und in dem Zusammenhang habe ich mir diesen Instant Detangler Conditioner von Revlon gekauft. Den kaufe ich mir immer für den Urlaub, weil das eine kleine Flasche ist, 50 Milliliter, das reicht völlig. Ich brauche immer so ein Spray, gerade wenn man viel im Meer ist und so, um die Haare dann durchzukämmen, weil da wäschst du ja die Haare logischerweise jeden Tag, weil ich ja auch jeden Tag im Wasser bin. Und das ist ganz schön anstrengend für die Haare und die werden auch ganz schön strapaziert dadurch. Und deswegen brauche ich immer was zum Durchkämmen. Ich habe aber extrem viele Pflegeprodukte, die ich mitnehme, gerade so, wenn man in Salzwasser war. Ich habe auch so Schutzspray und da habe ich so eine ganze Routine, die ich da immer mache. Also das könnte ich dann auch in dieses Video integrieren, wenn sowas interessant ist. Ich denke, da könnte man das zum Beispiel mal machen und dann kann ich euch das zeigen, weil ich habe ein paar Produkte, auf die will ich nicht mehr verzichten und das ist halt eben auch eins davon, ne? Deswegen, das ist ziemlich cool, das hat auch nur 3,50 € gekostet und was heißt nur, wenn ihr jetzt in der Drogerie euch ein großes Spray kauft, kostet das auch nur 3,50 €, aber das funktioniert sehr gut, ne? Das ist einfach Feuchtigkeit und entwirrend. So, und dann habe ich mir noch einen Sonnenschutz gekauft. Ich habe generell jetzt, glaube ich, schon insgesamt 4 oder 5 Flaschen Sonnenschutz gekauft für den Körper. Einfach, damit ich das schon mal habe und damit ich auch ja nicht zu wenig mitnehme. Und zwar einmal von Nivea Sun den Sensitive Sofortschutz, auch für Sonnenallergie geeignet mit Lichtschutzfaktor 50. Ich glaube allerdings, dass der bei Parfum Dreams ein bisschen zu teuer war. Ich habe da jetzt knapp 13 Euro bezahlt. Ich glaube, den gibt es bei DM auch für 10 Euro. Ich habe nur dummerweise vorher als andere Seite eine Apothekenseite geöffnet gehabt. Und da war das noch teurer. Da hat das, glaube ich, 15 Euro gekostet. Und dann dachte ich mir, oh, dann nimmst du es bei Parfum Dreams, ist noch ein bisschen günstiger. Aber ich habe nicht weiter recherchiert. Also ich glaube, den bekommt ihr auch für um die 10 Euro bei DM. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und das fand ich ziemlich gut, weil es eben sofort schützt, ohne Parfum ist, wasserfest und nicht fettet. Und gerade für den Anfang ist sowas eigentlich ziemlich cool. Und ich habe mir aber auch noch einen von La Roche-Posay gekauft und auch noch zwei solche Sprühflaschen vom Aldi
Und dann nehmen wir auch noch Zeug mit, was wir noch vom Sommer hatten, aber dann eher so für die zweite Woche, wo man dann schon so ein bisschen Farbe hat und vielleicht nicht mehr ganz 50 braucht, sondern wo auch 30er geht. Ne? Genau, also das war meine Bestellung von Parfum Dreams. Und jetzt kommen wir zu Sephora und da habe ich mir etwas gegönnt, was ich mir schon sehr lange kaufen wollte. Und apropos gönnen, habe ich jetzt noch eine Frage an euch. Ich habe auch bei Lisa Eldridge eingekauft, denn die kam jetzt raus mit diesen Disco Glimmer Liquid Eyeshadows, irgendwie Lurex Eyeshadows oder so nennt sie das. Und ich liebe ja Creme-Lidschatten. Ich habe mir auch von Samantha Ravendahl diese Pötte gekauft, die auch ein Traum sind. Da habe ich auch einen jetzt drunter. Und ich habe mir auch überlegt, ob ich im Urlaub mehr so Sachen mache, die so schnell gehen. So Creme-Lidschatten auftragen, ein bisschen Wimperntusche drauf. Das sieht meistens so schön aus. Man hat nicht viel Aufwand, man braucht nichts verblenden. Man kann es mit den Fingern machen. Und Lisa Eldridge hat jetzt halt auch so ein Produkt, das könnt ihr euch einfach auftragen. Und ihr habt so einen schönen Schimmer. Und als ich ihr Video gesehen habe, habe ich direkt gedacht, okay, ich brauche mal mindestens 3 Farben. Ich habe mir einen schwarzen Ton, dann dieses helle Lila, Bianca heißt der, glaube ich, und Angelique bestellt. Das ist so ein Taupe. Und das ist alles so eine ganz tolle Konsistenz. Und ich habe jetzt so viele Sachen von der, dass ich mir überlegt habe, wenn die Produkte ankommen, könnte ich ein Full-Face-Video drehen. Also mit den Sachen, die sie halt rausgebracht hat. Das ist Lippenstift, Lip Liner, Blush, Foundation, Highlighter und jetzt eben auch was für die Augen. Und ich habe von allen Produkten etwas. Ich trage auch die Foundation von ihr. Ich liebe die Foundation, die ist richtig gut. Und genau, wenn ihr da mal so ein Full-Face mit Lisa Eldridge sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Dann mache ich das nämlich gerne, wenn die Sachen da sind. Und jetzt habe ich genug rumgeschnackt, jetzt zeige ich euch Sephora. Ich habe mir da wirklich tolle Sachen gekauft, die ich alle gut finde, bis auf eins. Das habe ich gerade ausprobiert. Da habe ich wahrscheinlich die falsche Farbe genommen. Und zwar habe ich mir von Huda Beauty diesen Glowish Bronzer gegönnt. Der ist nämlich in der kleinen Größe 3 Gramm. Fand ich ideal. Und er ist in der Farbe Medium. Und die Farbe Medium ist mir zu hell tatsächlich. Ich habe den jetzt drauf. Oder würdet ihr sagen, das passt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich blende euch mal ein, wie ich den aufgetragen habe. Also man sieht schon einen Effekt zu vorher. Vorher war ich eine weiße Wand und jetzt habe ich ein bisschen Bräune. Aber ich finde, ich hätte ihn durchaus eine Nuance dunkler nehmen können. Gerade wenn man im Urlaub ein bisschen mehr Bräune hat, ist das jetzt schon arg hell. Also den könnte ich fast als komplettes Puder fürs Gesicht nehmen. Ich finde, so viel Glow hat das Produkt auch nicht. Das nennt sich ja Glowish, also irgendwie war das ein kleiner Fail. Ich hätte es in einer anderen Farbe nehmen sollen. Was zum Beispiel viel, viel besser ist als Produkt, jetzt mal so auf den ersten Eindruck, ist der Bronzer, der auch einen Glow hat von Hourglass. Das ist eine ganz andere Nummer, das gefällt mir viel, viel besser. Die Farbe passt mir auch besser, es macht auch einen Glow und die gibt es auch in kleinen und ich habe den auch in kleinen und ich werde den dann wahrscheinlich eher mitnehmen, weil der ein bisschen dunkler ist und der hier ist irgendwie, also ich weiß schon, ich werde ihn wahrscheinlich nicht so sehr benutzen. Schade ist es schon, hier steht drauf, es ist buildable. Vielleicht muss ich noch mehr draufpacken. Ich könnte es ja mal probieren, ob das geht. Buildable, okay. Also ich habe jetzt schon sehr, sehr viele Lagen drauf, aber ich probiere es mal nochmal, ja? So, ich habe erst nämlich den Pinsel von Reffa genommen. Die kann ich euch übrigens total empfehlen. Ich verlinke die euch auch mal unten. Ich liebe diese Pinsel. Also es sind eigentlich mit fast die besten Pinsel, die es auf dem Markt gibt. Und dann habe ich noch einen fester gebundeneren genommen. Aber ich werde jetzt den nochmal nehmen. Hier sieht es schon aus, als ob da was drauf ist. Vielleicht bin ich auch noch zu unerfahren mit diesem Produkt. Ich meine, jetzt, wenn ich noch mal was drauf mache, sieht man da tatsächlich was. Manchmal ist das ja auch eine Lernkurve, ne? Kurioserweise muss man den wahrscheinlich wirklich sehr aufbauen, diesen Bronzer. Und dann geht's. Das ist sehr interessant, ne? Ich habe übrigens jetzt ganz katastrophal trockene untere Augenbereich. Sorry. Ich habe einfach zu viel von einem total krass deckenden Concealer genommen. Da hätte ich viel weniger nehmen müssen. Und meine Augencreme war schon lange eingezogen. Also das, so sieht das bei mir selten aus. Das ist einfach, war ein Fehler in der Auftragsweise. Nur
Ich wollte es mir jetzt nicht alles nochmal abmachen. Ich habe gedacht, ach, so schlimm wird es schon nicht sein. Ich sprühe mir noch ein bisschen Zeug drüber, aber jetzt sehe ich schon, es wird anscheinend immer schlimmer. Und irgendwie kriege ich das jetzt nicht mehr so ganz gefixt. Es ist jetzt halt so, ich weiß ja, dass ich das auch anders hinbekomme. Ihr wisst es auch, aber dann wisst ihr Bescheid. Es war ein Concealer, den ich sehr, sehr gerne mag. Aber da darf man echt nur wenig nehmen. Das ist der hier von Clio, dieser Liquid Concealer. Der ist mega krass deckend. Und wenn ihr da zu viel erwischt, dann sieht es schnell faltig aus. Also damit muss man aufpassen. Und daran seht ihr wieder mal bei meinem anderen, den ich sonst immer nehme, von Estee Lauder mit dem Double Wear, da passiert mir das nicht. Auch wenn ich da mehr nehme, da sieht das nie so aus. Also insofern, deswegen bleibe ich immer gerne bei solchen Produkten, bei einer Marke treu, wo ich dann weiß, okay, da passiert mir das nicht. Und da brauche ich mir nicht so viele Gedanken machen, falls ich mal mit dem Produkt ausrutsche und zu viel nehme, ne? Weil das kann mir schon passieren. So, okay, das war das. Und jetzt kommen wir mal zu den interessanten Sachen. Soll ich euch direkt das Interessanteste zeigen? Für mich Interessanteste auf jeden Fall. Ja, komm, machen wir mal. Und dann habe ich noch zwei weitere Produkte. Und zwar, ich habe ja schon mal ein Video gemacht, wo ich euch Dupes zu Tom Ford Soleil Blanc vorgestellt habe, weil ich mir den Soleil Blanc Duft nicht kaufen wollte, weil er mir zu teuer ist. Und dann habe ich mir zig Dupes gekauft von Dolce & Gabbana, von Estee Lauder Bronze Goddess, Dolce & Gabbana Light Blue Sun. Riecht alles ein bisschen ähnlich, so in diese Richtung, aber kommt nicht ran. Und jetzt gibt's den in 10 Milliliter und dann habe ich zugeschlagen. Die 10 Milliliter kosten zwar 37,95 Euro, also so 38 Euro, aber das ist für mich völlig okay, weil ich will nicht so viel. Und die 30 Milliliter Flasche kostete auch über 100 Euro schon direkt. Und so ist das für mich völlig in Ordnung, weil so oft werde ich den eh nicht verwenden. Und jetzt habe ich ihn dann wenigstens. Es ist eine traumhaft schöne Verpackung. Und ich freue mich einfach mega drüber. Und den werde ich jetzt mal sprühen. Und ich bin gespannt, wie lange der hält. Der hat ja ganz schlechte Kritiken, dass er so ganz kurz nur halten soll und dann dafür einfach im Verhältnis zu teuer ist. Weil da steht zwar Tom Ford drauf, ist auch Tom Ford drin, aber hält nur 3-4 Stunden und kostet dann dafür einfach zu viel, ne? Aber es ist mir jetzt egal. Ich möchte ihn mal haben, weil ich mir schon wirklich lange gewünscht habe. Und dann sprühe ich ihn halt nach. Ich sprühe ihn einfach nur abends zum Essen gehen drauf. Da braucht er mir auch nicht den ganzen Tag halten. Und am nächsten Tag springe ich ja eh wieder ins Meer oder in den Pool und man riecht eh nichts mehr daran. Also insofern ist es ja wurscht. Also Verpackung ist schon mal 10 Punkte. Und jetzt bin ich echt gespannt. Oh, das sieht schön aus. Oh, geil. Guck mal. Eine super tolle Verpackung. Also das ist schon sehr luxuriös. Ich finde, da ist der Preis dann auch völlig in Ordnung. Und den sprühe ich mir direkt auf. Ich habe hier noch nichts drauf. Oh ja, oh, geil. Ja, das ist so ein geiler Duft. Oh ja, ich liebe ihn. Oh, ich liebe ihn einfach. Ja, ja, das war genau richtig. Und dann habe ich mir halt überlegt, wenn er mir wirklich so, so gut gefällt und ich das aufgebraucht habe, dann kann ich mir immer noch überlegen, ob ich mir noch die 30 Milliliter nochmal kaufe oder ob ich mir die 50 Milliliter kaufe. Weil da ist es tatsächlich so, normalerweise, wenn ihr euch einen 100 Milliliter Duft kauft, spart ihr im Verhältnis zu dem 30 oder 50 Milliliter Duft. Bei diesen Düften ist das nicht so sehr gegeben. Also da könnt ihr euch auch ruhig die kleinere Flasche kaufen. Ihr zahlt da nicht so viel mehr, ne? Vom Verhältnis her. Das ist kein Riesenpreisvorteil, die große Flasche zu kaufen. Das will ich damit sagen. Und das riecht einfach so, es riecht so ein bisschen so sonnencremeartig. Es riecht nach Sommer. Ich werde das auf jeden Fall als Urlaubsduft nehmen. 10-mal mehr als dieses Idol, auf jeden Fall. Und dann werde ich halt immer, wenn ich daran rieche, an den Urlaub denken, habe ich mir so gedacht. Das ist halt schon ziemlich cool, ne? Und auch keiner der anderen Düfte kommt da dran, die ich als Dupes hatte. Keiner riecht wie der. Also, das rieche ich jetzt einfach. Geil. Und es ist magnetisch, guck mal. Ah, das ist der absolute Hawaii. Also, ich freue mich jetzt gerade total, dass ich die richtige Wahl getroffen habe und dass ich ihn mir jetzt endlich gekauft habe. Und ich finde, für unter 40 Euro kann man sich das schon mal gönnen, wenn man da auf etwas wirklich steht und das schon lange haben will, finde ich, ist das völlig okay. So, und dann habe ich mir noch etwas gekauft. Ich glaube, den sprühe ich mir auch gleich mal auf. Ich habe mir nämlich noch einen Duft gekauft. Ich bin auch ein bisschen gaga. Den zeige ich euch aber gleich.
Ich habe zunächst mal hier noch ein kleines Geschenkset. Und zwar wollte ich das unbedingt haben, weil ich es so süß fand. Von Laneige ein Lip Balm und eine Lippenmaske. Und ich nutze diese Lippenmaske jeden Abend. Immer eigentlich. Also nach dem Zähneputzen mache ich mir die immer drauf. Und ich habe sie aber gerade in der Richtung Pink oder Grapefruit oder sowas in der Art. Und das ist die Original. Die riecht so ein bisschen nach Beeren. Und dazu gibt es einen Glowy Lip Balm. Und das wollte ich unbedingt mal ausprobieren, weil das Lippenbalsam hatte ich noch nicht. Ich bestelle mir eigentlich diese Laneige-Produkte eher bei YesStyle. Aber dieses Set hier hat 13 Euro gekostet. Und da habe ich gedacht, da kann ich das auch mal bei Sephora gleich mitbestellen. Die kleine Lippenmaske, die ist auch super zum Verreisen. Dafür werde ich sie auch nehmen, weil gerade auch im Urlaub sind die Lippen gestresst. Und dieses Lippenbalsam, das werde ich für hier nehmen. Oh, das sieht cool aus. Also das ist eine Originalgröße und das andere ist quasi wirklich ja eher wie so eine Testergröße, ziemlich klein. Aber da freue ich mich jetzt auch sehr, sehr drauf. Das wird garantiert auch richtig cool riechen. Mal gucken, wie die Konsistenz ist hier. So kommt das da raus. Ja, oh, das riecht nach Kaugummi. Geil, das riecht so nach Kaugummi. Und das ist halt richtig schön glossy. Ja. Ah, super. Das ist sehr, sehr gut. Okay. Ja, das ist schön für tagsüber einfach, wenn ihr euch nicht schminkt. Dann habe ich einfach ein schönes Lipgloss, was so pflegend ist. Ne? Das ist halt super pflegend. Sehr, sehr schön. Also, ja, man kann sich auch mal selbst beschenken. So, und jetzt kommen wir zum letzten Duft. Den hatte ich schon mal, den habe ich auch schon mal aufgebraucht. Das ist eher ein Körperspray. Das kann man einfach aus der Dusche raus benutzen. Und dann riecht man super frisch. Und das ist bei mir aber bestimmt schon, ich sag mal, 10 Jahre her, dass ich den das letzte Mal verwendet habe. Und irgendwie aus Nostalgiegründen habe ich gedacht, ach komm, kaufst du dir den nochmal. Dann hast du so einen frischen Duft. Und der war auch gerade reduziert, ich glaube, auf 17 Euro. Und zwar ist das von Biotherm, das Eau Pure. Und den werde ich jetzt mal auf die andere Seite sprühen. Und das ist auch sowas, das könnte man zum Beispiel auch, wenn man im Urlaub ist zum Beispiel, sich einfach so tagsüber aufsprühen. Also jetzt nicht auf die Haut, sondern so auf die Klamotten. Ne? Ich werde mir den mal hier drauf sprühen. Obwohl, habe ich da jetzt was? Nee. Oh ja. Mhm. Riecht nicht mehr ganz so extrem, wie ich den in Erinnerung hatte. Der riecht sehr, sehr frisch. Hm. Warte mal. Mhm. Der riecht angenehm. Der riecht einfach super angenehm frisch. Der könnt ihr euch einfach so richtig einnebeln. Das ist schon mehr so ein Körperspray, würde ich sagen. Sehr, sehr leicht. Und ihr riecht einfach gut, frisch und richtig gepflegt. Das ist eine ganz andere Richtung als jetzt zum Beispiel der hier. Aber ich glaube, dass es so ein schöner Mix ist. So ein frischer und dann hier so ein sexy Sonnenmilchduft. Oh Gott, ich finde diesen Tom Ford so geil. Ich muss ehrlich sagen, ich komme gar nicht drauf klar. Ja, und den mag ich auch. Also der ist einfach für tagsüber richtig gut. Den könnte man auch super kombinieren mit der Sea Lavender Body Lotion von Elemis, die ich so mag. Das geht so ein bisschen in diese Richtung, so frisch, ne? Und dann, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass ich das dann einfach on top sprühe und dann riecht man so, ja, einfach so sauber und so ein bisschen wellnessmäßig, ne? Also das gefällt mir auch richtig gut, freue ich mich, habe ich das einfach neu wieder da und kann ich genießen. Ja, also ihr Lieben, das war's. Ich schwelge hier in meinen Einkäufen. Sorry, aber ich finde es total geil. Ich freue mich mega, dass ich mir jetzt mal was gekauft habe. Das ist bei mir schon wieder etwas länger her. Ich öffne super viele Beautyboxen und ich benutze dann immer die ganzen Duschgels, die ich davon habe. Und deswegen, ich kaufe mir selten neue Sachen. Das ist jetzt einfach mal zum Black Friday gewesen, dass ich gedacht habe, okay, komm, irgendwie jeder erzählt mir von seinen Einkäufen, auch in meinem privaten Umfeld. Und ich hatte irgendwie ganz schön lange gar nichts geshoppt. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, da sind doch bestimmt ein paar Sachen, die ich schon immer haben wollte. Und das habe ich mir jetzt gegönnt. Ich freue mich drüber. Und wenn ich einen guten Deal sehe für euch, dann schreibe ich euch natürlich alle Produkte unten in die Infobox. Da könnt ihr gerne reinschauen und einfach auch nochmal vergleichen. Das sind Sachen, die ich euch sehr empfehlen kann. Wie gesagt, mit dem Idol, das ist so eine Sache. Ich habe es irgendwie anders in Erinnerung gehabt. Da würde ich tatsächlich in den Laden gehen. Jetzt, wenn ich es hier so dran rieche, das riecht sehr, sehr schön. Aber es ist halt einfach so ein bisschen ähnlich zu den Sachen, die ich habe. Ich reflektiere halt auch immer auf dasselbe so ein bisschen. Aber über den Tom Ford. Also falls ihr das noch nicht gesehen habt, dass es den jetzt in 10 Milliliter gibt, holt euch den.
Das kann ich euch wirklich echt ans Herz legen. Und da könnt ihr auch mal bei Parfumo die Reviews sehen. Die Leute sind auch begeistert. Okay, ihr Lieben, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Das geht hier. Ansonsten verlinke ich euch hier nochmal zwei meiner letzten Videos. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen und sage Tschüss, bis dann.